So, wir sind da. Also, wir wollen auf irgendeine Plattform. Hallo Forellenkiller, grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen auf eine Plattform irgendwelche Eltern besuchen und Das ist ein herausfinden. geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Warum die Bombe so krass detoniert ist und die halbe Stadt zerrissen hat. Das wollen wir rausfinden. Darum sind wir hier. So, wir machen mal auf. Simsalabim! Da kommt man nur mit einem Trick rein, hat sie gesagt, ne? Ja, man muss den Hebel ziehen. Ganz einfach. Ey, da sollen wir aber jetzt nicht hochlaufen, da oben, oder? Müssen wir da ganz oben drauf? Nein. Oha. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Makoreaktoren eigentlich immer ganz gut. Okay, schauen wir uns die Stadt mal an. Was sagt denn die Map hier? Okay, Map ist sehr linear, scheint Schlauchlevel zu sein. Werksiedlung, okay. Ah, was macht denn hier unser... Oh, eine Katze hat er gefunden. Komm, Kleine, weg ist er. Der Dame war ich wohl Ja. nicht fein genug. Ich habe echt irgendwie, also alle Katzen rennen von mir weg. Ich weiß nicht warum. Keine Katzen für Cloud. Was ist mit ihm Bei hier? Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Naja, wahrscheinlich schon, aber das ist halt für die falsche Sache, ne? Du willst ja hier... Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz in die Gasse gehen. Das ist bestimmt eine Kiste. Wir wollen ja die Welt retten, ne? Und da können wir ja da jetzt nicht für einen Feind arbeiten. So. Gibt hier sehr viele Nebenstraßen, Seitenstraßen und so. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, hier reinzugucken, aber... Weil wenn wir da eine epische Kiste dadurch finden... Ja, schwierig. Ich glaube, lass uns einfach mal den Kollegen folgen. Ganz normal. Wir sind ja hier weiter geradeaus gelaufen. Da vorne sind sie an der Ecke. Da ist auch nichts drin. Okay. Seht mal, das Licht brennt jeden Abend für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Ach, da ist das Haus. Guck Spießbürgerin, wie mal. sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Ey, bestimmt hat Eine die Pizza. Mega-Spezial? Das wäre mega Jessys gut. Mutter macht uns immer was zu essen. Alle Egal, lieben wie spät wir Pizza. bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Ja, dann rein. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erst mal hinter dem Haus. Okay, alles klar, wir Wie gehen hinter klar. das Haus. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Weißt du, die futtern alle Pizza und wir müssen hier lauern und die beschützen? Oder was machen wir? Was machen wir denn hier? Sind wir Bodyguards oder so? Kann das sein? Oh, der Vollmond leuchtet. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Oha. Katzen. Warte ein Oh, das ist wenig, aber eine dann geh fette durch die Katze. Hintertür. Achte auf. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Ab durch die Hintertür, Larry, so sieht's aus. Ja, aber das ist nicht unsere Freundin. Also, wir sind, das ist unsere Bekanntschaft, aber unsere Freundin ist die Tifa. Die ist gar nicht mit dabei. So. Fangen wir mal hinten durch. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie schleichen können. Ah, die Katze macht schon ganz schön Lärm. So, man kann auch schon reingucken ins Häuschen. Ducken können wir uns nicht. Aber was macht denn die Katze da mit der Tonne? So schön durch den Hintereingang rein. Schauen wir mal. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Okay. Wir werden bestimmt erwischt, Alter. Wir werden mit einer Bratpfanne Dort gehst du verprügelt. durch die Tür auf der Von rechten der Seite. Mutter. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Alles klar. Dann lass uns doch mal langschleichen. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt durch die Vordertür gehen? Geht Tut mir wahrscheinlich gar echt nicht, leid, dass ne? wir so spät stehen. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater. Ah, oh. Ach, das siehst du schon selbst. Der Vater liegt im Koma oder sowas, ne? Eieieiei, was hat er denn? Oh.
Irgendwie verstrahlt oder sowas, kann das sein? Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Okay, wo könnte eine ID-Karte sein? Vielleicht im... Ich schätze mal im Anzug, ne, oder? Ich würde die im Anzug verstecken. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Da ist aber keine Karte drinne, oder? Ja, oh, da ist sie. Alter, first try. Ja, sicher. Gut. So, die ID-Karte haben wir. Was gibt's denn hier noch Schönes? Ein Radio wollen wir nicht anmachen. Hier ist eine Notiz. Oder eine Karte, Postkarte. Ein Brief? Ein Brief. Wir lesen den natürlich, ne? Na klar. Wir haben da keine Scham. Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Hurra! Eine Mitka-Spezial! Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Schauspielerin wollt sie werden. Was ist nur schiefgelaufen, Jessie? Ich kann mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Du bist ein echter Profi. Wenn sie eine Schauspielerin ist, dann gehört sie vielleicht doch zum Feind, weißt du? Vielleicht spielt die uns aus und tut einfach nur so. Aber man weiß es nicht. Komm, lass uns mal gucken, was hier auf den Fotos noch ist. Da hat sie Musical mitgespielt, Jessie. Oder? Wie sieht das denn aus? Bisschen verkleidet. Ah, das wird sie schon sein. Und da oben war sie noch kleines Kind. Mittlerweile ist sie schon gereift zu einer Jungfrau. So, hier sind auch noch Unterlagen. Lass uns auch noch mal drauf gucken. Dafür ist jetzt keine Zeit. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir raus. Wenn da keine Zeit für ist, dann gehen wir raus. Hallo Lumpa, guten Morgen. Kann ich nicht mit dem Daddy auch nochmal sprechen vielleicht irgendwie? Die mal so wachklatschen oder so? Wahrscheinlich geht das nicht, ne? Ich glaube, wir müssen raus. Ah, hier können wir nichts mehr machen. Schade. Boah, ist das lecker. Oh, die essen schon. Nichts wie weg hier. Gut, dass wir nicht die Maschine abschalten können. Eieiei, stell mal vor. Lumpi, wie geht's dir, mein Lieber? Hallöchen. Ja, habe ich gerade gesagt, Juri, ne? Das wär natürlich hart. Machen wir hier noch irgendwas? Nee, komm, wir gehen einfach wieder raus. Halt ganz heimlich. Mach leise. Oh! Mein Lieblings-Essen. Das hört sich aber nicht leise an. Er lässt einfach die Tür auf, oder was? Was stimmt denn nicht mit dir? Er lässt die Hintertür auf. Was ist denn das für ein Einbrecher? Da weiß doch jeder, dass wir da waren. Eieieiei. So, wir gehen wieder nach vorne. Vielleicht kriegen wir noch was zu essen, wenn wir da reingehen, ne? Aber wahrscheinlich nicht. Das wäre erledigt. Oh, sehr schön. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Es gibt Pizza. Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, Lupa, hast du dich abgeschossen, oder was? Du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Hallo, Chandra, moin! Unser war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Das könnte ich sein, ne? Ohne Scheiß. Darum ist er mir, glaube ich, auch so sympathisch. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Chandra, Final Fantasy 7 Remake spielen wir heute. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Jurin, das ist zu lange her. Ich hab Nein, vor 10 Jahren mein letztes Final Fantasy gespielt. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier.
Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast's erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Wix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Ja, das kann ja was werden, Leute. Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Eieiei. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Ja gut, also die Motorräder, die sind, glaube ich, relativ gut, im Arsch. Starten wir das Ablenkungsmanöver. Aber hey. Okay, gut, wir prügeln uns. Ein epischer Fight erwartet uns, glaube ich. Gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jesse wollte schon... Ja, also, Chandra, wir spielen Final Fantasy 7, weil wir sind ja jetzt mit Zelda sind wir durch, ne? Und gestern haben wir angefangen, Final Fantasy 7 Remake zu spielen. Und endlich eine Hauptrolle. Da hatten wir schon mal 4 Stündchen. Die Eltern haben sich mindestens genauso und heute gefreut, mindestens auch noch mal 4 Stunden. Ach, ich freue mich vor auf. Der tolles Spiel, tolles ist Spiel. Ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer mit seinen Katzen. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Okay. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Ja, du könntest das VOD angucken bei Zelda oder auf YouTube schauen. Motive mal nachvollziehen. Die finale Folge wird ungefähr im Februar hochgeladen. Ja, wir haben ganz schön viel aufgenommen, ne? Also, wir hauen jeden Tag eine Zelda-Folge raus auf YouTube, aber ich glaube, erst im Februar kommt Im die letzte. Marco. Fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Okay, alles klar. Der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Der Vater wurde vergiftet und deswegen hat sie sich wahrscheinlich auch dieser Mission angeschlossen. Sag mal, hier ist doch bestimmt irgendwo noch eine Kiste, oder? Das gibt's doch gar nicht. Haben die hier kein Loot versteckt für mich? Für den kleinen Lassi? Und ich würde gerne mal Ifra verwenden. Das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Okay, es geht los. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Was, Fairfox Gaming, ehrlich? Ist Jesse so deine Kirsche oder was? Oha, die sind tot? Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Oh. Das war aber nicht Jesse, oder? Nee. Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Eieieiei. Ich glaube, das ist gar nicht gut, was hier gerade passiert, Leute. Äußerst seltsam. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Gibt's hier irgendwo noch eine Kiste? Ich ruhe mich erstmal aus hier, ne? Wir ruhen uns erstmal ein bisschen aus. Einmal alles voll machen. Ja, aber tiefer auch, ne? Also tiefer finde ich auch nicht schlecht. Müsste ich mich entscheiden? Ich würde mit tiefer einen Kaffee trinken gehen wahrscheinlich. Vielleicht liegt es aber auch an den Klamotten, ne? Tiefer hat sehr wenig Klamotten an immer. Keine Ahnung warum. So, was können wir hier kaufen? Waffen und Rüstungen können wir auch kaufen. Sternreif, Eisenreif. Bringt uns erstmal nix. Tifa ist halt auch nur in unserer Gruppe ein Supertrank.
bisschen günstiger. 700 TP. Supertrank ist natürlich gut, ne? 350, 700 TP kostet natürlich das Doppelte. Phoenixfedern haben wir 5. Könnte reichen. Ach, Mensch. Komm, wir kaufen noch. Wir kaufen. Wir haben ja schon 9 Supertränke. 22 Heiltränke. Ja, wir brauchen nichts. Wir brauchen nichts. Was haben wir hier noch? Accessoires? Irgendwas Geiles dabei? Nee. Materie hätten wir noch. Ein bisschen Glut, Heilen, Frost, Gewitter. Wir haben leider keine Slots mehr dafür frei. Okay, alles klärchen. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Kampf rein. Aber zuerst schauen wir mal, ob hier vielleicht doch noch irgendwo eine Kiste liegt. Das gibt's doch nicht. Normalerweise gibt es immer irgendwelche Kisten. Da ist eine. Ha, ganz hinten in der Ecke, Leute. Ich hab's doch gewusst. Oh, 2 Supertränke. Sehr schön. Fast hätten wir Geld dafür noch ausgegeben. Da geht's auch runter, wie es aussieht, ne? Oh, ich würde ja gerne. Ich bin ja so neugierig. Ich würde erstmal runter. Oh, darf ich hier schon langlaufen? Ich weiß es nicht, Leute. Nicht, dass wir hier gleich alleine kämpfen, weißt du? Was ist denn das? Training anfangen? Nee, warte mal, Moment. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, wo wir sind, was wir hier machen sollen. Was für ein Training ist das denn? Sollen wir das Training machen oder lieber nicht? Okay, lass nochmal mit denen reden. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Okay, sprich nochmal durch. Ich mach das allein. Was? Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Ich bin fertig, glaube ich. Wenn du was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Ja, habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Ja, Training ist nie verkehrt. Wir können es ja mal ausprobieren, ne? Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Ja. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Ja, guck mal, das machen wir mal. Lass uns dann, guck mal, wenn er schon sagt, wir können trainieren gehen hier ohne Konsequenzen, dann gehen wir auch trainieren ohne Konsequenzen. Wir probieren das mal aus. Dann mal sehen, was passiert. Okay, los geht's. Wir trainieren. So, was haben wir hier? Okay. Wir sollten die vielleicht auch mal ein bisschen analysieren oder so. Bis hier und nicht weiter. So, der kommt weg. Boah, die sind aber auch wirklich. Die sind aber auch hart hier, ne? Was haben die denn hier, die Roboter? Was ist denn euer Schwachpunkt, Leute? Bin mal so frei. Wirksam, Blitze. Ah, Blitze haben wir nicht, ne? Ist jetzt natürlich die Frage. Ja. Genug. Für was für ein Gegner? Was für ein Gegner auf uns gleich lauert? Ist das... Tschüss. Okay. Trainingsbonus erhalten. Sehr schön. Ist der Gegner in eine Maschine oder ist es irgendwas aus Fleisch? Wenn das eine Maschine ist, wir können auf jeden Fall Blitze mal einsetzen. Wir haben ja Blitze dabei. Pass mal auf. So. Dann gehen wir hier rein und nehmen vielleicht mal Feuer raus. Pass mal auf, wir haben hier Heilen, Frost, TP-Boost, Feuer. Oder Analyse rausnehmen? Ah, Analyse ist natürlich... Pass auf, wir nehmen den mal raus hier. Und setzen mal einen Blitz. Ich glaube, wir haben irgendwo haben wir noch Blitz. Wir haben keinen Blitz! Was ist ein Chakra? Achso, okay. Aber oben gab es Blitz zu kaufen. Wir kaufen uns mal ein Gewitter. Dann haben wir Blitze. Ich erinnere mich gerade daran, dass ich auf der Playse 121 Stunden im Spiel versenkt habe. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Lass uns hier nochmal nicht... Oh nein, ja gut, Pause können wir auch machen. Pause können wir auch machen, sind wir wieder geheilt gleich nach unserem harten Trainingskampf. Aber eigentlich wollte ich an den Automaten gehen, ne? So, komm mal her hier. So, kaufen. Materia, Gewitter. Einmal. 500 Flocken, das ist natürlich teuer. Im Besitz 1, sehr gut. Dann setzen wir es mal ein. Gewitter? Okay. Alles klar, wir haben Gewitter. Blitze.
Ich glaube, das bringt uns hier weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden auf jeden Fall nochmal speichern, bevor es hier losgeht. Ich zocke nur was? FS22? Was ist das? Was ist ein FS22? Okay, gehen wir rein. Ich bin ready. Glaube ich. Ich weiß sag nicht. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Ja. Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich bin bereit. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Ah ja, mal sehen, wer uns da gleich im Weg steht, Leute. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Okay. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Aha, okay. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Oh, Flashback wieder, oder? Natürlich. A Farming Simulator, nice. Da bin ich. Was ist? Das ist Tifa übrigens. Da war sie noch etwas jünger. Wir auch. Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Großer Fehler, Leute. Großer Fehler. Jetzt erinnert er sich an sein Versprechen, Leute. Eieiei. Aber jetzt wird erstmal gekämpft. Von dem Plan. Oh, doch nicht. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem. Ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal! Okay, es geht los. Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Los, Leute. Die Tür ist offen. Ha. Ich hab ein bisschen Angst. Die müssten jetzt eigentlich nach oben gehen, oder? Nee, die sind hinter mir. Okay. Oh, große Kampf. Es kann sein, dass wir völlig verkacken, ne? Kann sein, dass wir völlig verkacken. Okay. Haben sich wohl versteckt. Scharfschützen sind in Stellung. Oh. Heda! Oh boy, es geht los. Da ist es einer geht von los. Ihnen. Knallt ihn an! Ja. Gibt es da eine Uncut-Version, wo die richtig zersägt werden? Wahrscheinlich nicht, oder? Stirb! Da oben sind Affen! So, wollen wir mal gucken? Verstärkung! Erledigen wir sie! Das kann ja nicht alles sein. Scheiße! Schnell! Die uns umzingeln! So kommt die Verstärkung bald! Genug! So. Was haben wir noch? Impulsangriff? Machen wir mal auf den hier. Oh, voll daneben. Das war ganz schlecht. Hier und nicht so, den haben wir. Da vorne sind noch welche. Sie kommen näher. Genug.
Verdammt, wo bleibt die Verstärkung? Verdammt! Ich glaube, da kommen noch ein paar mehr, oder? HP sieht gut aus. So. Materia-Stufe gestiegen, sehr schön. Oha. Da war ein Grenadier oder so. Scheiße! Und die kriegen wir mit den einfachen Attacken alle tot. Aber da muss gleich noch irgendwas ganz Großes kommen. Oh mein Gott! Mist. Das hat uns gerade noch gefehlt. Oha! Jetzt kommt mein Gewitter ins Spiel vielleicht. Da mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Oh Gott. Dreckiges Ungeziefer! So, wir machen hier mal Blitze drauf. Einfach mal nur, um zu testen. Materia-Stufe hat sich erhöht. Ja, ich weiß. Dankeschön. Ich will jetzt Blitze machen. Oh, das ist gut. Alter, Blitze sind richtig... Oh, aua. Alter! Was ist das denn für einer? Mal ein bisschen heilen hier. Oh, Leute. Der knallt aber richtig rein, der Typ. Kein Problem. Vielleicht den auch nochmal einen Blitz, aber ich will auch nicht so viel von meinen MP verschwenden. Komm, er kriegt einen Blitz einfach. Blitz und Donner! So, der ist down. Da oben haben wir jetzt noch die Kollegen. Ah, die schmeißen die runter. Sehr schön, sehr schön. Der wäre erledigt. Hallo Metal Mike, grüß dich. Wunderschön. Wir sind gerade am Fighten. Aua, au, 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 au. Wo ist er denn überhaupt, Digga? Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist denn die letzte Maschine? Ich auch nicht. Der Kommandant. Der ist haarig, glaube ich. So. Maggi, Blitzi. Kommandante. Hochspanner. Alter. Oh, das bringt aber nicht so viel, ne? Wie sieht's mit Eis aus? Mal einfrieren kurz. Es wird kalt. Ah, Eis hilft sehr gut gegen ihn. Oh, Scheiße. Der Grenadier da hinten, der nervt ein bisschen. Wie kann ich denn eigentlich meinen Ifra beschwören? Ich weiß es gar nicht. So Magie, Blitz, der Typ. Gewitter! Ah, wir stehen natürlich hier mitten im. Oh, wir sind auch gleich tot, Leute. Ich muss mich irgendwie healen. Ich brauche auf jeden Fall gleich Heilung, Leute. Oh mein Gott! Viechers! Ganz schön viele! Das ist gar nicht gut. Ein bisschen umzingelt, glaube ich. Um die werde ich mich kümmern. Sehr schön. Er rennt einfach nur weg. Er rennt einfach Wir nur weg. Nach, Wuffis. Hallo Wortproblemchen, guten Morgen. So, wir müssen jetzt mal hier mal was trinken. Wir nehmen mal einen super Trank, weil wir gleich tot sind. Aber wir sind immer noch fast tot, das gibt's doch gar nicht. Ich nehme nochmal einen super Trank. Alles im Griff. So, und jetzt werden wir mal ein bisschen rumblitzen. Der hier, der kriegt mal einen Blitz. Und tschüss. Blitze scheint sehr gut zu funktionieren. Schluss jetzt. Alles geht. Ich hab Leckerlis für euch, ihr kleinen Bouncies. Alter, die sind aber wirklich. Die sind aber wirklich hart, ne? Limit, können wir jetzt. Ein Kreuzschlag. Irgendwelche letzten Worte? Yeah, boy. Alter. Boah, er räumt richtig auf. Haben wir alle getötet? Nee, oh. Wir haben nicht alle getötet. Ich brauche noch mal ein bisschen. Ein Supertrank. Digga, wir sind fast tot, ne? Magie, Blitze haben sehr, sehr gut geholfen. Der ist fast tot, der ist fast tot. Den nehmen wir. Hochspannung! Der Feind ist geschwächt. Keine Kong! Mit volle Kong! Genug! Und tschüss! Sehr gut, sehr gut. Einer ist noch. Der kriegt nochmal einen Blitz, würde ich sagen.
Jetzt. Wartet mal. Sehr schön. Also die Kämpfe laufen mittlerweile, ne? Eieieiei. Hallo Totti, moin. Bin richtig gut in Form. Wie geht's, wie steht's? Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend.